Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute wollen wir mal Pekingsuppe mit Hühnerfleisch probieren. Ich habe das Ganze für 1,38 von Netto mitgebracht. Ist sauerscharf. So, zwei Varianten der Warmmachen. Zwei Varianten der Zubereitung. Einmal im Kochtopf und einmal in der Mikrowelle. Wir werden die Mikrowelle nehmen. Und ja, hier ist die Zutatenliste. Könnt ihr euch das Video kurz für anhalten. Hier ist die Nährwerttabelle. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die Suppe warm ist, wie die Mikrowelle jetzt von mir aussieht. Hab da nun schon mehr als genug gesehen. Und ja, wie so eine Suppe in der Mikrowelle warm gemacht wird, ist auch, ich sag mal, kein Geheimnis. Das müsstet ihr auch wissen. Und deswegen sage ich bis gleich. So, 4 Minuten später ist die Suppe warm und wir können sie mal probieren. Sie sieht ein bisschen zähflüssig aus, so Art wie Gala, und riechen tut sie ein wenig säuerlich. Hier sind Nudeln, Paprika und sowas drin. Auch hier so, ich nehme an, es wird irgend so ein Lauch sein. Und jetzt werde ich mal ganz einfach probieren. Mal sehen, wie es schmeckt. Tja, Hühnerfleisch ist natürlich, wie soll es anders sein, ganz, ganz wenig drin. Ich merke jetzt eine leichte Schärfe, weil es hieß süß-scharf. Und ja, ich werde wahrscheinlich nochmal probieren, um doch mehr zu erfahren. Ein Löffel allein reicht nicht. Also werden wir noch mal probieren. Das scheinen auch keine Nudeln zu sein. Ist ziemlich hart. Ich nehme mal an, irgendwie Sellerie oder sowas. Und auch der zweite Löffel, ihr wisst ja, ich bin kein Scharfesser in dem Sinne. Also alles, was scharf ist, ist bei euch wahrscheinlich nur so ein Hauch. Und dafür, dass hier scharf-sauer draufsteht, also es ist leicht scharf. Für meine Verhältnisse leicht scharf. Also ist einer, der wirklich richtig scharf ist, der wird sagen, was ist das denn hier? Das ist ja gar nichts. Und ihr kennt ja sicherlich noch das Video Penny to go, sage ich nur, mit dem Wasabi. Also das ist für mich ein Teufelszeug. Und ihr wisst da ungefähr, wie ich scharf interpretiere. Und dieses hier ist also verträglich scharf für mich. Ich sage mal, schmeckt. 1,39 für so ein Tellerchen. Dafür, dass es
keiner, ich sage mal, 0815 Nudelsuppe ist, geht es eigentlich. Also schmeckt mir sehr gut. Kann ich weiterempfehlen. Satt machen, naja gut, satt machen tut diese Suppe hundertprozentig nicht. Aber ich sage mal, es ist abwechslungsreich und ist mal was anderes. Ja, was soll ich sonst einfach noch sagen? Ich hoffe, euch hat das Video jetzt erstmal wieder gefallen und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.